Das Haberbusch-Haus öffnet nach 16 Jahren Hostelbetrieb weiterhin seine Türen für Konzerte, Flohmärkte und viele weitere Projekte. Leider will der Hauseigentümer unsere Geleitstraße 4 zu einem Café- und Hotelbetrieb umbauen. Damit wäre das Projekt Geschichte und 17 Bewohner ohne ein Zuhause. Wir, die Hausgemeinschaft, wollen daher das Haus mit dem Mietshaussyndikat und mit einem nachhaltigen Betreiberkonzept für das Erdgeschoss kaufen. Ja, genau. Ja. Es ist warm.